Moin, genau wie etwas für Sea of Thieves fehlt, fehlt mir heute meine Mütze. Kleines Gedankenspiel, denkt mal an Sea of Thieves. Nun denkt mal an ein Spiel aus dem Piratengenre. Jetzt denkt an ein Spiel aus dem Piratengenre, welches in die Richtung geht von Sea of Thieves. Euch wird es jetzt wahrscheinlich genauso wie mir ergehen. Euch wird ziemlich sicher keins einfallen, denn es gibt keins. Sea of Thieves ist quasi konkurrenzlos und besitzt ein Monopol auf den Spielmarkt. Den meisten, wenn es um ein Piratenspiel gehen wird, werden wahrscheinlich noch an Assassin's Creed, den vierten Teil, denken, nämlich Black Flag. Ein grandioses Spiel. Aber allerdings ein Singleplayer-Spiel und sowas wie Multiplayer wird es dafür auch jetzt im Nachhinein logischerweise nicht mehr geben. Dafür ist das Spiel schlichtweg einfach zu alt und Ubisoft hat da ja auch etwas Neues in der Mache. Also Assassin's Creed 4, ein verdammt gutes Spiel, aber es fehlt ja die Mehrspieler-Komponente, die für Sea of Thieves ja gerade so wichtig ist. Ich meine, SOT komplett alleine wäre jetzt auch nicht so extrem spannend, wenn da nicht mindestens eine andere Crew bzw. Freunde mit einem mitspielen könnten. Mindestens vier andere Leute sollten doch durchaus mit einem spielen können, ansonsten wäre Sea of Thieves nicht Sea of Thieves. Natürlich gibt es auch noch andere Spiele in einem Piraten-Setting, das will ich gar nicht sagen. So gibt es zum Beispiel Aufbauspiele im Piraten-Setting, sowas wie Tropico oder Tropico 2. Oder auch Spiele zum Beispiel, die in eine komplett andere Richtung gehen, wie Schiffssimulationen im weitesten Sinne, sowas wie Naval Action. Und natürlich auch Rollenspiele wie Tempest oder halt Assassin's Creed 4. Allerdings, wie gesagt, das sind alles keine Spiele wie Sea of Thieves. Die haben halt nur dasselbe Setting und da unterscheiden die sich auch stellenweise wieder alle relativ stark voneinander. Also wie gesagt, Sea of Thieves ist da leider sehr alleine. Es gibt zwar Spiele, die klingen wie ein Sea of Thieves-Klon, sind aber was ganz anderes und über die braucht man dann, ey, sag auch nicht reden. So zum Beispiel King of Thieves. Denn das ist kein schlechtes Spiel, geht aber ebenfalls wieder in eine komplett andere Richtung. Einen direkten Konkurrenten gibt es momentan noch nicht, wird aber eventuell dieses Jahr noch kommen. Und nein, ich rede dabei nicht von Skull and Bones. Zu diesem Konkurrenten werden wir ganz am Ende des Videos nochmal zu sprechen kommen, denn dort gibt es eventuell auch einen kleinen Wermutstropfen. Aber an alle, die sich jetzt fragen, warum sollte denn Konkurrenz für Sea of Thieves so wichtig sein? Eigentlich kann man es mit einem ganz einfachen Satz sagen, den wahrscheinlich jeder von euch kennt. Konkurrenz belebt das Geschäft und sorgt für neue, frische Ideen im Genre. Spiele, die in dieselbe Richtung gehen, sorgen untereinander für Innovation und neue Herangehensweisen. Ich meine, momentan ist das Sea of Thieves Entwicklerteam mehr oder weniger ganz alleine auf diesem Feld. Auf diesem Feld der Piratenspiele in einem Multiplayer-Setting. Da sind sie wirklich so gesehen komplett alleine, sie haben halt einfach ihr Monopol. Allerdings müssen sich die Entwickler logischerweise immer wieder neue Mechaniken überlegen, damit Spieler bei ihrem Spiel bleiben, damit sie immer wieder zurückkommen. Ein Konkurrent würde jetzt logischerweise erstmal dafür sorgen, dass die Spieler kurzzeitig vielleicht mal von dem Spiel weggehen. Damit aber die Spieler wieder zurückkommen, müssen sich halt die Entwickler von Sea of Thieves etwas überlegen, damit die Spieler so in ihr Spiel gezogen werden, dass sie gar nicht mehr davon weggehen möchten oder das andere Spiel spielen wollen. Denn was ist schlimmer für einen Entwickler, als dass die Spielerbasis plötzlich zu einem anderen Studio wechselt, beziehungsweise zu einer komplett anderen IP? Und naja, dieser Spielerwegfall würde logischerweise auch darin resultieren, dass das Studio weniger einnimmt. Der Piratenbasar zum Beispiel würde auf einmal hinten runterfallen. Und dann würde es auch auf einmal nicht mehr reichen für Sea of Thieves, einfach nur regelmäßig viele neue kosmetische Items in den Piratenbasar zu stecken, sondern gegebenenfalls würden wir dann sogar mehr Skins, die man freispielen könnte, einfach so erhalten. Und der Piratenbasar wäre dann nicht mehr so weit oben auf der Prioritätenliste von Rare. Ist nur ein Gedankengang, aber ich glaube tatsächlich, das könnte durchaus eine Folge sein, wenn es mehr Konkurrenz für Sea of Thieves geben würde. Aber dieses krasse Konkurrenzdenken ist nur ein Aspekt, denn tatsächlich ist für mich ein Punkt noch viel, viel wichtiger. Und das wäre, dass die Entwickler bzw. die verschiedenen Studios voneinander lernen könnten. Und naja, nennen wir es mal
sich etwas abschauen können, beziehungsweise sie könnten etwas aus einem anderen Spiel adaptieren. Das ist für die Sea of Thieves Entwickler momentan ehrlich gesagt schlecht möglich. Es gibt wie gesagt kein Spiel, was in dieselbe Richtung geht. Somit können sie nirgendwo anders großartig gucken. Klar, sie wissen natürlich, dass ein Battle Pass und so etwas momentan auch in anderen Spielen funktioniert, also Season Pass im Allgemeinen, und das haben die Entwickler dann ja auch jetzt in das Spiel reingebracht, aber da wäre sicherlich noch mehr möglich, wenn es halt mehr Konkurrenz geben würde. Denn sind wir mal ehrlich, Sea of Thieves, was sie alles entwickelt haben, war vieles gut, aber vieles halt auch nicht. Und hätte zum Beispiel ein anderes Studio etwas ähnliches in die Richtung entwickelt und dann hätten die Entwickler auf einmal gesehen, oh, das kommt bei den Spielern aber ehrlich gesagt gar nicht so gut an, dann hätten sie ihre eigene Idee vielleicht abändern können, so dass es den Spielern passt, weil sie auf die Kritik des anderen Spiels reagieren können. Oder sie sagen einfach komplett, okay, wir streichen das raus, das kommt nicht gut an. Die Spieler, die diese Art von Spiel spielen, die wollen das nicht in ihrem Spiel haben. Auch so kann man eine Weiterentwicklung eines Spiels betrachten, dass man sich nicht nur als reinen Konkurrenten sieht, sondern dass man auch voneinander lernen kann. Andererseits, natürlich, wenn ein Studio etwas entwickelt und das kommt bei den Spielern verdammt gut an, dann kann Sea of Thieves natürlich auch sagen, hey, das übernehmen wir, das adaptieren wir, das passen wir an unser Spiel an, so dass es in unsere Spielwelt reinpasst. Und für uns als Spieler, die ein Piratenspiel lieben, ist es natürlich auch schön, wenn es Konkurrenz gibt, denn dann haben wir einfach mehr Auswahl. Ich meine, schaut euch mal alle Leute an, die Shooter spielen, die haben eine Auswahl, das ist Wahnsinn. Da geht es von einem Casual-Shooter, wie zum Beispiel einem Fortnite, bis hin zu einem Hardcore-Shooter, wie ein Escape from Tarkov. Und da sind so viele Spiele dazwischen, die sich da antummeln und die auch voneinander lernen können. Das ist ziemlich cool und sowas würde ich mir ehrlich gesagt auch für Sea of Thieves wünschen. Und vor allem ein Spiel kann ja nicht alles perfekt machen. Sea of Thieves ist ein großartiges Spiel, es ist wirklich richtig, richtig gut. Aber auch da könnte es vielleicht ein anderes Spiel geben, was andere Aspekte besser macht, wo man denkt so, okay, dann schaue ich hier mal wieder ein paar Stunden rein und wechsle danach dann vielleicht wieder zurück zu Sea of Thieves oder ich bleibe erstmal hier oder wie auch immer. Eventuell ist das alles Wunschdenken mit den Konkurrenten, aber wie es aussieht, könnte dieses Jahr tatsächlich ein Mini-Konkurrent aus Deutschland für Sea of Thieves erscheinen. Die meisten werden wissen, denk mal, worüber ich rede, und zwar von Pirates Dynasty. Ich habe das Spiel bereits schon in einem älteren Video vorgestellt, wenn ihr es nicht kennen solltet, ist unten in der Beschreibung verlinkt, gerne mal anschauen. Ist wirklich ein Spiel mit sehr viel Potenzial, denn Pirates Dynasty verspricht uns Koop erstmal, also ihr werdet durchaus mit euren Freunden spielen können, ihr könnt unser Schiff anpassen, wir können unser Schiff steuern, wir können boarden, wir können wirklich Ressourcen sammeln, wir können halt all das machen, was Skull & Bones ehrlich gesagt so ein bisschen damals versprochen hat oder wonach es aussah und was wir in Sea of Thieves zum Beispiel auch nicht können. Wir können zum Beispiel in Pirates Dynasty können wir auch ein klein wenig bauen, wir können unser Schiff wahrscheinlich mehr im Detail anpassen, als das in Sea of Thieves noch möglich ist. Gerade an so einer Stellschraube wäre es zum Beispiel schön, wenn die Entwickler ein klein wenig arbeiten würden und zum Beispiel das dann zum Beispiel aus Pirates Dynasty vielleicht in das Spiel übernehmen. Aber hier auch direkt Vorsicht, es gibt leider schlechte Vorzeichen, was Pirates Dynasty angeht. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar sind die schlechten Vorzeichen ein Spiel, welches quasi an für sich mit Pirates Dynasty nichts zu tun hat, aber den Namen Dynasty trägt und auch vom selben Publisher veröffentlicht wurde. Und zwar Wild West Dynasty, das ist das Spiel hier. Und nein, das Spiel ist jetzt nicht 2013, 2011 oder sowas in der Richtung rausgekommen. Nee, das Spiel ist gerade letzte Woche erschienen. Es ist wirklich ganz, ganz frisch und es sieht katastrophal aus. Und ja, die Bewertungen sind so nett, ne? Also das Spiel kommt wirklich nicht gut weg. Ein Problem ist nämlich zum Beispiel, das Spiel sieht sehr stark veraltet aus und diese Sorge kann man jetzt natürlich auch für Pirates Dynasty haben, dass es halt genau so aussieht, wie es momentan Wild West Dynasty. Wichtig ist aber dabei zum Beispiel, es gibt ja ein großes Vorbild für diese Spiele und das ist Medieval Dynasty. Und das Spiel hat zum Beispiel die Unreal Engine verwendet. Und bei Wild West Dynasty wurde jetzt auf die Unity Engine gewechselt, beziehungsweise wurde verwendet, weil die eventuell keine Lizenz davon bekommen haben, um dieselben Assets zum Beispiel wie von Medieval zu verwenden, weil es halt andere Entwicklerteams sind, nur der Publisher ist derselbe. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Pirates Dynasty schlecht wird und vielleicht wird Pirates Dynasty zum Beispiel auch dieselbe Engine verwenden wie Medieval und nicht wie Wild West, sondern halt somit dann auf die Unreal Engine setzen und nicht auf die Unity. Und Spiele aus der Unity Engine können wirklich sehr nett aussehen, aber wenn es um etwas Realistisches geht, dann wird wohl nichts mehr die Unreal Engine momentan toppen können.
Also Pyro's Dynasty könnte durchaus immer noch ein Konkurrent werden für Sea of Thieves in einer gewissen Art und Weise. Es könnte zumindest insofern ein Konkurrent werden, dass die Entwickler halt quasi von diesem Spiel vielleicht etwas übernehmen können. Ich weiß, es ist ein super kleines Spiel, aber nichtsdestotrotz könnten die Entwickler von Rare durchaus davon profitieren, wenn es mehr Piratenspiele auf dem Markt geben wird. Und ansonsten mal einfach meine Frage an euch. Würdet ihr euch mehr Konkurrenz für Sea of Thieves wünschen? Oder sagt ihr so, ich glaube, ehrlich gesagt, das hätte jetzt keinen großen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels, weil die Entwickler eh das machen werden, woran sie glauben, sie haben einen festen Plan und lassen sich davon nichts mehr beeinflussen. Also diese Meinung, wenn ihr die haben solltet, auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren mit einem Like oder mit einem Abo wissen. Und ansonsten war es soweit schon von meiner Seite und dann sehe ich euch an Bord. Euer Steff.